Bei der Gründung einer neuen Siedlung bestand die oberste Priorität darin, eine zuverlässige Nahrungsquelle zu finden. Am naheliegendsten war es, Nahrung in der Natur zu sammeln. Damit willkommen zu Age of Empires 4. Es ging jetzt etwas plötzlich los. Ich bin neu ins Game und schon bin ich drin. Das war jetzt gerade ein bisschen verwirrend. Moment mal kurz. Ich musste nämlich gerade OBS spontan voll runterdrehen, weil es so laut war. Das kann ich gerne wieder hochdrehen. So. So. Okay, schließen. Ah! So. Jetzt, ich hoffe, es passt. Ach Gott. Entschuldigung, total verwirrend. Das Installieren hat jetzt... Ich musste 5-mal neu installieren. Das war ein Drama. Aber okay. Wir sind drin. Ich habe den Grafiktreiber noch nicht aktualisiert. Ich hoffe, es stützt nicht ab. Okay. So. Entschuldigung für den schlimmen Start hier. Hab ich schon. Spiel. Ich hatte keinen Startbildschirm. Ich war direkt jetzt hier im Tutorial. Aber okay. Das sieht schon cool aus, ne? Also, nicht schlecht. Ich hoffe, der Ton passt jetzt so. Mir ist die Scrollgeschwindigkeit mit der Maus, mit der Tastatur ein bisschen zu schnell. Tastatur mal ein bisschen runter. Sagen, schließt. Was mit Escape kann? Irritierend. Okay, sammeln Sie 50 zusätzlichen. Also. Okay. Mit einer guten Lebensmittelversorgung konnte das Dorf allmählich wachsen. Dazu waren mehr Hände erforderlich, die sich die Arbeit teilten. Wir wundern Sie 5 zusätzliche Dorfbewohner. 1, 2, 3. Den zweiten? Schon bald leer. Hatten wir? Oh, okay. Aber gut. Wir haben Tee trinken. Meine Güte, war das ein Unwohl bei der Installation, hey. Mal noch. Muss man noch kurz gucken, zwecks Musik, ob da irgendwas dabei steht, von wegen Namensschutz. Sie geschützt. Ja, dabei steht nichts. Schwierigkeit der Kampagne. Willst du auf Mittel gehen? Auf Arm. Ewig. Ewig grün sein. Das hier machen? Nee. Naja, ist egal. Jetzt sind wir eh schon blau. Aber da ging es eh ums Team. Die einzelnen Frauen. Die neuen Arbeitskräfte konnten sich nun um die Bedürfnisse des wachsenden Dorfes kümmern. Zuerst bauten sie eine Mühle in der Nähe ihrer Nahrungsquelle, damit die Dorfbewohner gesammelte Beeren leichter ablegen konnten. Mach mal. Na klar, mach mal das. Helf mal kurz. Geht schneller. Okay. Sprich, da können wir wieder den Nahrung. Als nächstes brauchte das wachsende Dorf Holz zum Bauen. Tick zu laut auf der Sprache, ne? Sorry, dass ich jetzt so viel einstellen muss. Wie gesagt, das Installieren hat es den ganzen Tag gedauert, deshalb wollte ich jetzt nicht auch noch hier. Ich habe nicht so viel Zeit. Ich wollte das aber gleich mal reinschreiben. Sammeln Sie 50 zusätzliches Holz. Oh. Gebt ihr mal euren Stuff ab. Ja, ich muss das noch ein bisschen leiser gleich machen, ne? Hestes. Ich kann theoretisch noch zwei machen. Wenn du ein bisschen rausgehst, wird es ziemlich neblig, so nah. Schauen wir mal.
Ich finde das Overlay schon mal recht schön hier. Gefällt mir nicht richtig gut. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Holz haben wir auch gefüllt. Die wachsende Gemeinde verfügte nun über eine stetige Versorgung mit Holz. Aber sowas von. Um das Sammeln von Holz zu erleichtern, errichteten die Dorfbewohner ein Holzfällerlager in der Nähe des Waldes. Ja, da drüben bitte. Dank des Lagers mussten die Dorfbewohner das Holz nicht mehr über so weite Strecken transportieren. Nun brauchte das Dorf zusätzliche Häuser für seine wachsende Bevölkerung. Ja. Okay. Nahrungsmittel. Noch keine Felder machen. Ist das automatisch so? Ja, tatsächlich. Okay, das ist ja mal geil. Durch zusätzlichen Wohnraum konnten noch mehr Dorfbewohner ihre Arbeit. Ich als Schönbauer finde das echt. Okay, das ist natürlich. Aber so ein bevölkerungsreiches Dorf würde die natürlichen Nahrungsquellen bald erschöpfen. Um zu wachsen, brauchte die Gemeinschaft eigene Farmen. So, wir dürfen Felder bauen. Wir brauchen drei. Alles klar. Fällt mir schon echt gut optisch. Auch cool mit dem Kran hier. Waldarbeiter und Bauern sorgten nun dafür, dass das Dorf gut versorgt war. Erkunden Sie die Wildnis. Gerne, habe ich einen Speer? Um weiter zu wachsen, war es nötig, die Landschaft zu erkunden und mehr Rohstoffe zu finden. Dafür beauftragten die Gemeinden Späher. Den Späher im Dorfzentrum. Mach ich schon. Geil, wenn wir noch näher die schnellen und weitsichtigen Späher waren der Schlüssel zur Entdeckung neuer Rohstoffe. Ah, der deckt aber schön weit auf. Die Aufgabe eines Spähers war, eine gute Goldquelle zu finden. Die Dorfbewohner kannst du ja echt vergessen. Aber das Späher ist gut. Ich finde es ein bisschen schade, dass wenn du so weit rauszoomst, dass es so wolkig wird. So ein bisschen neblig. Ich muss näher dranbleiben. Sieht schön aus. Könnte aber natürlich auch eine Einstellungssache sein, ne? Wir haben Gold gefunden, übrigens. Damit sie das Erz nicht über große Entfernungen transportieren mussten, errichteten expandierende Gemeinden ein Bergarbeiterlager in der Nähe der Goldquelle. Na klar, machen wir das. Alle dazu. Du kommst mal mit. Ein bisschen erforschen. Ich vermute fast, dass hier rundum zu ist. Weil hier tutorialmäßig sollte ja einfach sein. Ich gehe mal den Weg entlang, ne? Kann ich dem automatisch sagen? Nichts ist hier, ich glaube, Gegner, denen es begegnet. Naja, ein Speer. Gut platziertes Lager angreifen sollte, ich weiß einen nicht. Effizienten Goldabbau. Ist eigentlich flüssig? Ich hoffe es einfach mal. Hier ist zu. Wenn das Dorf reichlich mit Gold versorgt war, wurde es zu einer Stadt.
Ja, ja. Oh, vor der Allzeit. Das machen wir doch gern. Cool, es ist ein kleines Ein Anzeichen für diese Entwicklung war der Bau eines großen Wahrzeichens. Ah, okay. Den Wahrzeichen. Vor der Allzeit. Okay, eine Königin. Ich kann hier nur eins nehmen, ne, gerade. Okay. Halt alle eine Hände in der Nähe. Hm. Natürlich nicht schlecht. Müssen die auch noch bauen? Und das dauert ja ewig. Das dauert ja echt ewig, Scheiße. Helft mal ein bisschen bauen. Hey, Sir. Yes, Sir. Schon wahrscheinlich natürlich. Yes, Sir. Yeah, yeah. Yes, Sir. Astirende. Stein bräuchte man auch noch. Da gibt es noch. Nur Schmetterlings. Das ist ja mal putzig. Mit dem Wahrzeichen demonstrierte das einst verschlafene Dorf, dass es nun eine blühende Feudalgemeinde war. Aber die Stadtbewohner waren schon einmal aus ihren Häusern vertrieben worden. Dieses Mal würden sie sich wehren. Okay, jetzt geht's an die Krieger. Der erste Schritt war der Bau einer Kaserne für die Infanterie. Aua. So, hier haben wir doch noch. Das ist einfach ein schöner Baum hier. Wilde Eiche. Ende Hesse. Ridende ut. Ich will ridan. Da ist auch noch Gold. Kaserne ist errichtet. Sobald die Stadt eine Kaserne hatte, konnte sie eine ständige Truppe von Soldaten einrichten. Als Milizsoldaten wählte man häufig einfache Infanteristen, die mit Speeren bewaffnet waren. Okay. Ist auf 10 direkt. Postlot kriege ich auch einmal. Perfekt. Okay, was kosten die eigentlich? Holz und Nahrung. Würde ich hier fast noch Bänder dann machen. Gut, also hier hätten wir quasi nochmal Nahrung und Gold. Ist dann halt auch so. Holzverbesserungsmäßig kann ich noch nichts tun. Schön, wenn das abgeerntet wird und dann nachwächst, ne? Die Stadt hatte nun eine Miliz und konnte versuchen, die Ländereien zurückzuerobern, die durch die Invasion verloren gegangen waren. Alles klar. Wo ist mein Speer? Die Eindringlinge hatten die nördliche Straße mit einer starken Palisade blockiert. Hab ich schon gesehen. Speere richteten gegen diese Mauern zwar wenig aus, aber die Miliz konnte das Hindernis mit Fackeln niederbrennen. Wo machen wir das? Zerstören Sie die Palisade? Ewig viel Gold, ne? Weiß gar nicht, ob das jetzt. Wie schwer dieses Level ist, ne? Ob ich da jetzt. Weitermachen soll? I don't know. Ich könnte da drüben noch ein bisschen Holz machen. Zack. Okay. Dann legt mal los, meine lieben Leute. War das mit der SCG plus 1? Ist klar, ach so, ja.
zuweisen, Snob zuweisen. Logisch. Als die Straße frei war, konnte die Miliz ihr Land im Norden zurückerobern. Zuerst mussten die Speerkämpfer mit einem einzelnen Wachposten fertig werden. Ja gut, das ist jetzt nicht die Welt. Darf ich den bitte angreifen? Vorstoßen. Ich würde ja lieber die Einheit direkt anklicken, erst gesagt. Oh, okay. Die Miliz rückte aggressiv vor und eliminierte den feindlichen Wachposten. Ja, habt ihr gut gemacht. Die Eindringlinge ließen die Straße durch ein kleines Kavallerielager bewachen. Aber die Miliz war bereit zum Angriff. Nein, sind sie ein bisschen... Vier Gegner. Darf ich die? Ich glaub, das Spiel würde mich da jetzt nicht reinreden lassen, wahrscheinlich. Ja. Okay, jetzt darf ich sie direkt angreifen. Das ist auch so schlecht, aber ich nutze trotzdem den Befehl, weil es sind ganz viel. Wäre jetzt gerade. Also Leute. Lauter. Ja, wir verlieren ein paar Einheiten leider. Speere waren gegen Kavallerie äußerst effektiv, sodass die Miliz siegreich aus dem Gefecht hervorging. Jetzt mussten nur noch die Ställe der Eindringlinge zerstört werden. Können wir vielleicht erstmal das hier machen, weil da kommen neue Reitlisten raus. Wäre vielleicht ein bisschen doof. Ja, es brennt schon. Also ich weiß nicht, irgendwie... Schön, dass das ist, ne? Der Kavallerieposten der Eindringlinge war zerstört. Aber entlang der Straße warteten noch weitere feindliche Stellungen. Das nächste Lager wurde von feindlichen Bogenschützen verteidigt. Hier waren die Speerkämpfer im Nachteil. Wieso soll ich sie denn jetzt schon angreifen? Um hiermit fertig zu werden, brauchte die Gemeinde eine eigene Kavallerie. Und so mussten Ställe gebaut werden. Damit diese Kavallerie schnell einsatzbereit war, musste die Stadt die Stallungen in der Nähe der Frontlinien bauen. Wir rücken vor. Zum Glück kamen freundliche Dorfbewohner aus ihren Verstecken und halfen mit. Ich will es ein Haus bauen. Ich will zwei Ställe bauen. Ah, hier. Gute Sache. Sobald die Ställe errichtet waren, konnte die Stadt eigene Reiter einsetzen. Ich kann dann nehmen können heute. Können wir aufhören? Ah, okay. Geht nicht, schade. Ich hätte echt gedacht, dass sie vielleicht das nehmen können und gut ist. Gibt's hier irgendwo einen schönen Wald? Der hier oben weiterarbeiten könnte. So! We have a Nahrungsproblem. Das mache ich aber hier unten, das mache ich nicht oben. Eine Mühle. Mühle.
mal die Mühle, bitte? So. Eine Goldmine ist echt ein bisschen für den Arsch, ne? Kein Gold. Aktuell. Oh, ne, Gold? Wow. Oh, bist übertrieben viel Nahrung. Meine Güte, ey. Wie seid ihr? 6. So, hier wäre noch eins frei. Würde ich auch noch mit ab. Weil ich eigentlich eher die Goldleute sollte. Das werde ich machen. Stimuli. Stallung ist verfügbar. Ja, habe ich doch schon. Habe ich schon. Na, 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 na. Stehen hier noch mehr rum? Boah. Boah. Wir sollten mal speichern, ne? Dass das Spiel doch... Ah, ich darf mal speichern. Okay. Halt. Klammer. Wir haben unsere Reiterlies. Die Stadt verfügte nun über eine schnelle, leichte Kavallerie, die langsamere Gegner wie Bogenschützen in Bedrängnis bringen konnte. Eliminieren Sie die feindlichen Bogenschützen. Okay. Ist hier noch was vorne draus? Irgendwas anderes Gegner? Ja gut, dann machen die Bogenschützen natürlich nicht viel, ne? Also die Bewegungen sind noch ein bisschen komisch. Aber vielleicht hätte ich auch auf Q gedrückt. Vielleicht hätte ich hinter die drücken müssen mit dem A. Die Kavallerie eliminierte die gegnerischen Bogenschützen und machte sich daran, auch den Schießstand zu zerstören. Immer dabei. Ja, gehen wir da weg. Erfolg. Die Bogenschützen der Eindringlinge und ihr Lager wurden ausgelöscht. Eine letzte feindliche Stellung blieb noch, die mit Palisaden befestigt war und von Speerkämpfern verteidigt wurde. Da kriegen wir auch noch hin. Um damit fertig zu werden, brauchte die Stadt Langbogenschützen. Oh, geil. Zuerst musste man in dem von den Eindringlingen zurückeroberten Gebiet Schießstände errichten. Krieg ich wieder Leute? Dorfbewohner? Krieg ich wieder Dorfbewohner, bevor ich welche herschicke? Oh. Wieder kamen freundliche Dorfbewohner, um zu helfen. Freundliche Dorfbewohner, um zu helfen. Eischießstände diesmal. Nein. Jeder einbauen. No. Was brauchen wir denn für die lieben Bogenschützen hier? Nach dem Bau mehrerer Schießstände konnte die Stadt ihre Truppen mit Langbogenschützen verstärken. Jetzt ist Holz weg, ne? Ach ja, okay. Easy game, okay. Weil auch viel Holz auf Nahrung jetzt umgestellt. Die Dinger sind auch recht weit weg. Ich baue. Ja. Wie die letzte Stellung, ne? Da passiert immer viel. Flamboga,
Strel Boren Jar. Strele Füße, Flamboga Arod. Strel Boren Jar, Strele Füße. Bestrel Boren Jarwa. Wir haben's. Eine starke Truppe von Bogenschützen konnte feindliche Speerkämpfer aus der Ferne eliminieren, wenn sie die richtige Stellung einnahmen. Aber es geht. Mag das ja nicht, wenn ich nicht speichern darf. Ja, sollte man auch ohne Speichern hinkriegen, aber nee, schauen wir mal. Ach so. High Ground nutzen. Wir nutzen den High Ground. Die Langbogenschützen waren auf einer Klippe positioniert und dadurch gegen Infanterieangriffe geschützt. So, ihr dürft schießen. Ihr dürft schießen! Nimm zu Daumen! Dankeschön! Das Abo. Ey, komm mir nicht mal angerannt. Jetzt, Moment. Die erstarkten Einheimischen brachten die letzten Eindringlinge zu Fall. Gut, nun, da ihre Ländereien frei von Feinden waren, konnte die Einwohnerschaft die nächste Wachstumsebene erreichen und zu einer mächtigen mittelalterlichen Stadt heranwachsen. So wird das einfach auch noch. Okay. Auch hier war die Errichtung eines großen Wahrzeichens ein eindeutiges Symbol für diese Entwicklung. Errichten Sie. Geht das nochmal? Dorfbewohner? Ja, klicken Sie auf das 3-Symbol. Habe ich das gar nicht. Eins, zwei. Aber ich sehe hier kein 3. Ich glaube, das spinnt die ganze Zeit, weil das mir dauernd hier sagt, ich soll einen Stall bauen. Ja, dann Bogenschießen lang. Ach, da ist es. Oh, ich bin auch so dämlich manchmal. Ja, mein Fehler. Der ist wieder eigentlich gebaut jetzt. In das Berg kriegt. Da ist ich hier nur ein Boden. Wow. Geile Sache. Efinarung, ne? Ja, wir müssen mal helfen. Aber das ist zu lange. Okay. Kurz. Wo ein paar Flüchtlinge ein kleines Dorf gegründet hatten, entstand nun eine mächtige Stadt. Von dort aus würde ein Imperium entstehen. Cool.